Jo, Leute, es geht weiter mit Pokémon, strahlender Diamant. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in der Route direkt weiter. Da sind wir letztes Mal zum Item und jetzt wird der nächste Trainer direkt besiegt. Ja, wieder mal ohne Pause, ne? Weiter geht's. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Pokémon ich vorne hatte und was auch immer, aber ja, gegen diese Trainer, die haben ja, die sind zwar besser als die anderen, aber sind immer noch underleveled, soweit ich weiß. Also wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen sollte das natürlich alles gehen. Okay. Also ich gucke mal, ob ich ihn trotzdem mit einem Elektro-Pokémon besiegen kann. Jawohl, endlich. Kleiner Schnee ist weg. Naja. Er hat jetzt auch nicht wirklich angegriffen, aber ich glaube, Kleinstein auf Level 14 hätte sogar ein bisschen eine Chance gegen Luxio. Einfach weil Luxio wenig gegen ihn ausrichten kann an sehr effektiven Attacken und so. Aber ja. Trotzdem hat er nichts gemacht. Hier kommt direkt der nächste Wanderer. Ich glaube, es kann langsam, aber sicher auch mal wieder Chillas nach vorne. Einfach weil diese Wanderer so. Diese Kämpfe nicht so lang dauern und dann gegen die Wanderer. Ah, was ist dich verlaufen? Nee, ich wusste ganz genau, wo ich hingehe. Und zwar zum Tier. Zu Nathan. Gegen das Onix. Onix gibt gute P, das ist sehr wichtig, ne? Obwohl wir schon so schnell genug leveln. Aber so sind wir bald alle Level 100. Obwohl ich trotzdem immer noch extrem low Level habe. Dafür, dass das Game irgendwie schon ein Jahr draußen ist. Aber ich habe es auch so zu wenig gespielt. Gut, das ist jetzt daneben gegangen. Aber jetzt holt es ihn nicht. Okay. Noch ein Härtner. Wenn ich ihn jetzt nochmal nicht hole, dann ist es eine krasse Verteidigung, die er hat, aber ich glaube, das sollte gehen. Ja. Da habe ich mir auch nichts anderes erwartet. Level 18, perfekt. Wir können gleich wieder nach hinten, ne? Also, wir gucken mal. Oh, du hast gewonnen. GG, Boy. Und dann gucken wir mal. Chillas entwickelt sich. Genau das sollte ich sagen. Vielleicht entwickelt er sich. Aber ich bin mir da nie sicher, welches Level. Deswegen zeige ich lieber im Voraus nichts. Und ja. Zu. Ich vergesse immer den Namen der Mittelentwicklungen. Das. Oh, ich habe es vergessen zu lesen. Da. Chelkarain. Ich kenne halt einfach Chelterar. Den habe ich auch damals Chelteror genannt. Weil er so stark ist. Die kämpft auch, ne? Hey, beim Kampf kenne ich gar nicht Nachsicht. Und ich auch nicht. Achso, passt das ja. Es sind aber schon ein paar Trainer auf dieser Route. Aber es wäre, glaube ich, spannender, wären die mindestens so ein, zwei Level höher. Weil sonst, ja, keine Ahnung. Es sind zwar ein paar Kämpfe, aber keine große Herausforderung. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und zack. Der ist auch fast weg. Ein Crit sogar. Fußkick. Aber er macht sogar Damage, dieser Macholo. Aber halt niemals genug. Ja, ich muss sagen, die Trainerkämpfe waren bis jetzt eigentlich ziemlich alle ein bisschen enttäuschend. Aber wenigstens ist es nicht so. Wenigstens gab es bis jetzt keinen Trainer mit 6 Saftkorns, die nur Härtner konnten und die overlevelt waren. Wenigstens das nicht, aber naja. Ein bisschen Schutz. Warum nicht? Hier noch ein Trainer, aber ich glaube, es sieht so aus, als würde es danach weitergehen. Als ob wir bald beim Ziel sind, ne? Also mal gucken. Was hat die Picknickerin dabei? Plinfa. Einfach ein Starter-Pokémon. Das ist interessant. Aber das wird in dem Fall auch nicht so krass gelernt sein. Sonst wäre es ja vielleicht schon weiterentwickelt. Ja, aber halt normal, ne? Ja, ich guck mal, was der Staradier raus noch holen kann. Wieder fast ein One-Hit, wie letztes Mal. Diesmal einfach ohne Crit. Heuler, das heißt, ja, der Angriff sinkt. Aber ich glaube, wir sollten ihn trotzdem noch killen können mit Flügelschlag. Ja, easy, ne? Hat auch mit Plimpfer nichts gemacht. Ich hoffe, dass wenigstens die Liga spannend wird. Ich habe mir auch dazu noch keine Let's Plays angeguckt, obwohl dieses Spiel schon so lange draußen ist. Deswegen weiß ich es auch nicht.
Aber ich weiß, dass damals der Champ auf jeden Fall nicht ohne war. Wir haben sogar ein Item, einen Supertrank. Vielleicht haben wir hier was hinter den Bäumen. Nee. Und da ist genau die Abkürzung. Das brauchen wir aber nicht. Was ist denn in diesem Haus hier? Hoffentlich keine Hexe. Nee, ein Käfersammler. Glaubst du, du schaffst das Ganze allein durch den Ewigwald? Ja, natürlich. Du siehst müde aus. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Gerne, ja. Heilung ist immer gut. Einfach kostenlose Heilung. Aber anscheinend geht es jetzt in den Ewigwald, ne? Du und deine Pokémon steht jetzt... seht jetzt wieder richtig frisch aus. Ja, natürlich, vielen Dank. Und weiter geht's. Genau, in den Ewigwald. Hier ist noch ein Trainer. Ich wollte... Oh, da könnte man eine Seitengasse benutzen, aber ich habe noch keinen Zerschneider, ne? Also, was will der Trainer von mir? Der will nichts. Was sagt er uns aber? Im ewigen Wald leben viele Gift-Pokémon, aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Kehre ich weiter oder kehre ich lieber um? Kehre lieber um. Aber ich habe ja natürlich Gegengifte, denn ich habe vorgesorgt. Das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Arena-Leiterin, ne? Hallo, mein Name ist Raisa. Und du bist? Oh, du heißt also Wusel. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hör mal, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald, aber so ganz alleine habe ich zu viel Angst. Hier sollen wir nämlich einige zwielichtige Gestalten herumlungern, die sich Team Galactic nennen. Zusammen ist man weniger alleine, heißt es doch. Lass uns den Wald also gemeinsam durchqueren. Du gehst gemeinsam mit Raisa weiter. Dann ist es wahrscheinlich doch nicht die Trainerin. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Vielen Dank. Dann ist es wahrscheinlich doch nicht die nächste Arena-Leiterin, weil sonst wäre sie schon alleine durchgekommen. Also hier sind auf jeden Fall ein Doppelkampf. Hier müssen wir durch. Und der andere Weg in dem Fall nicht zwingend. Den können wir auch besiegen, oder? Mein Pokémon wurde vergiftet und dann kann daher derzeit nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte mir ein Gift im Pokémon-Supermarkt kaufen sollen. Hier haben wir ein Item. Es sind noch keine wilden Pokémon erschienen. Ich guck mal, was wir hier im Gras finden. Da ist ja hinten noch was. Der Stein ist von Moos bedeckt und fühlt sich ganz weich an. Super, da könnte man drauf sitzen, ne? Und komm, ja. Es ist wieder ein Doppelkampf. Und ein Knospi und ein Haspiror sind dabei. Gut, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Rückzugheber auf Haspiror und versuchen dann ein paar Bälle zu werfen. Auf Haspiror natürlich. Ja, Staravia Level 18, sehr wichtig. Notsituation. Oh, Bro, eigentlich wollte ich mir das angucken. Ich glaube, das war eben nicht schlecht. Aber ich habe es nur nein gedrückt. Aber, oh, ja gut, eigentlich danke, aber eigentlich wollte ich es noch fangen. Auf jeden Fall, ohne Pokédex kümmern wir uns eh nicht im Hauptlet's Play. Da wird einfach pro Part, also pro neue Route, abgecheckt, ob wir neue Pokémon finden könnten. Und wenn dem so wäre, probiere ich es zu fangen und dann gehen wir aber auch direkt weiter, ne? Weil die Pokémon, die in mein Team kommen, ja, die trifft man auch random und das wäre sicher kein Pokémon, das ich unbedingt ins Team nehmen möchte. Aber auf jeden Fall ein Doppelkampf mit 4 gegnerischen Pokémon insgesamt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt höher levelt waren, höher gelevelt sind, weil die Pokémon im Wald sind ja noch ziemlich low level. Also mal gucken. Also ein Pokémon ist wirklich sehr schlecht gelevelt, das ist Wampel, aber das andere einfach normal, wie in der Route zuvor. Und auch wieder ein bisschen schade, da hätte man wenigstens ein Level steigen können oder so. Egal, Reeks ist auch bald Level 13, Funkensprung, das ist sogar sehr effektiv, aber ja, hat auch nichts ausgemacht. Ist für ein bisschen Damage, doch nicht, eine Verwirrung, ich kenne mich einfach nicht mehr mit den Attacken aus. Dann das nächste Pokémon, Papinella, Level 13, das ist nicht schlecht, ne? Sollte wieder sehr effektiv sein. Jawohl. Papinella wurde besiegt. Perfekt diese Level-Ups, ne? Katapult. Das zündet gut. Das war, glaubst du, noch stark. Von Damage auf 50 Damage. Hier, dann könnten wir Zertrümmer rausnehmen, was wir nicht wollen.
Aber den Steinwurf, weil wir so 100%ige Genauigkeit haben. Perfekt. Und dann Reeks Level 13, sehr wichtig. Luxio Level 18. Funkensprung, ja, das sollte es. Und zwar Funkensprung macht nämlich 65 Damage. Dann können wir auch direkt Ladevorgang rausnehmen, weil das brauchen wir, glaub's nicht. Habe ich auch noch nie benutzt mit ihm. Auch wenn es stark sein könnte, da habe ich lieber einen Funkensprung. Es ist verwirrt, hoffentlich greift er sich selber an. Obwohl die Verwirrung, genau, in diesem Pokémon nicht so stark war. Oder es nach meinen Erfahrungen nach. Und ja, hier ist Shaloko. Der ist einfach Level 11. Also, er hat das nicht in der Reihenfolge benutzt, alles. Aber es waren alle drei nicht wirklich stark. Weg mit dem. Shaloko wurde besiegt. Perfekt. Und Mew Level 16. Mew ist auch bald auf unserem Level. Reeks dauert es noch ein bisschen, aber sind halt beides Leggies und da ist es ja dann eigentlich egal. Weil es sind ja trotzdem OP. Und ja. Einfach dieses Pichariso hat lange überlebt, aber nicht mehr lange, ne? Weil der Rückzug eben noch hittet. Kann ich ihn killen? Ich glaube, ich heile mich mal mit einem Supertrank. Weil er kann mich ja eh nicht killen. Der Noob. Gut. Aber ich glaube, für mich sah es auch so aus, als wäre dieser Ewigwald gar nicht mal so weit. Ja, so weit. Naja. Das werden wir nach diesem Kampf sehen. Aber auch diese Höhlen waren wirklich alle sehr enttäuschend. Aber hoffentlich der Wald nicht. Pichariso wurde besiegt, perfekt. Oder vielleicht kommt es ja noch mit der Zeit. Jetzt 2 wieder Level 19, da können wir wieder ein paar Plätze wechseln. Und ja, ich würde sagen, es geht weiter, ne? Paraheiler. Da wurde ja schon uns etwas sozusagen geschenkt. Es kommt noch ein Doppelkampf, sehr überraschend. Ich dachte, es wäre schon vorbei mit dem Ewigwald. Und was ist denn das für Musik? Zwei Abras. Die können ja gar nichts, ne? Wieder mal easy win, würde ich sagen. Wir haben das kleine Stein vorne, aber das ist kein großer Unterschied. Geht das nicht auf Freude? Dann mache ich einen Katapult. Dann können wir direkt die neue Attacke sehen. Oh, 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 oh. Das erste Pokémon von uns wurde besiegt. Ich wusste nicht, dass er einfach Energieball hat. Ja, ich wurde überrascht. GG Pokémon. Aber das Abra wird jetzt einfach mal gebissen, ne? Da kann der Energieball nichts mehr. Und Reeks ist Level 14. Perfekt, er lernt rechte Hand. Ja, da muss ich höchstwahrscheinlich nichts auswählen, weil sie einfach nichts hat. Weil Reeks einfach nur noch keine andere Attacken hat, meine ich. So. Die geben sogar noch gut Geld, 1500. Eine riesige Wiese und ein Pokémon, vielleicht was ich fangen kann, obwohl ein Doppelkampf ein bisschen schwierig. Und jetzt würde ich sagen, nur Superball, ne? Vielleicht funktioniert es so direkt. Und sonst machen wir noch ein bisschen Damage. Aber bei diesem Level. Ja, easy. Neuen Pokédex-Eintrag. Da unten ist noch ein Item. Ein Superball, den wir gerade benutzt haben. Kriegen wir direkt zurück. Da hat sich das Ganze ja gelohnt. Hier oben geht es noch durch. Da unten sind zwei Trainer, ne? Also hier hinten oben ist da auf jeden Fall nichts. Vielleicht unter einem Item. Auch nicht. Uh,
und direkt gefangen. Ja, dann wurde ihr auch das Haspiro jetzt gefangen. Ich meine, wenn diese wilden Pokémon einfach so gespammt werden, warum nicht, ne? Aber es kriegt keinen Spitznamen, bekommt in die Box, ne? So, und dann hätten wir hier so eine Abkürzung sozusagen. Aber wir machen natürlich die Kämpfe. Jetzt passierte die erste Vergiftung. Obwohl es so gesprochen wurde, der Serwald ist ja sehr gefährlich wegen den vielen Gift-Pokémon. Ist erst jetzt passiert und nicht mal bei einem meiner Pokémon. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Dazu wird dein Team ja eh die ganze Zeit geheilt von unserer Partnerin. Und ja. Wampro wurde jetzt auch noch kurz mitgenommen. Einfach weil er sich jetzt hier uns gestellt hatte. Dann würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall noch zu diesem Kampf. Und danach würde ich sagen, nicht der Part so gut wie vorbei. Weil dann sind wir nämlich auch direkt in der Stadt angekommen, würde ich mal sagen. Hoffentlich. Sonst geht es einfach im nächsten Part auch weiter im Ewigwald. Jetzt haben wir perfekt mit dem Gestein-Pokémon. Da können wir sie direkt one-hitten, hoffentlich. Boom. Katapult ist echt stark, muss ich sagen. Vor allem jetzt in diesem Käferwald. Einfach Kleinstein ist ein bisschen langsam, aber wir könnten ihm auch noch die Flinkklaue geben, die Bidiza ursprünglich hatte. Pudox, der könnte uns jetzt wirklich vergiften, wenn er schneller als uns ist, als wir sind. Erstes Schutzschild, das ändert eigentlich nichts. Konfusion auf mich, ne? Ah, macht nichts. Ich dachte, das könnte noch ein bisschen Damage machen, aber. Naja, da ist. Ja, Pudox im Allgemeinen ist ja eh nicht so ein Damage-Dealer, aber ich dachte vielleicht. Vielleicht trotzdem, aber Pudox ist weg. Ja, Käfer-Pokémon halt. Da das andere Pokémon ihr Schutzschild eingesetzt hat, würde ich als nächstes auf ihn gehen. Weil er kann sich ja eh nicht schützen. Okay. Da Panikon wird uns auch nicht groß etwas antun. Genau, es ist fehlgeschlagen. Weil er wird höchstwahrscheinlich einfach Schutzschild spammen. Ja, weg. Burmi. Einfach weg mit ihm. Und Reeks Level 15. Zirpeise. Ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Aber natürlich auch meiner Meinung nach ein cooles Pokémon. Aber ja. Ich auch jetzt nicht sonderlich stark. Vielleicht gegen Gesteins-Pokémon noch eher, also wegen Pflanzenattacken, die es vielleicht drauf haben könnte, aber. Ja, Zornklinge eben nicht. Aber ich dachte, vielleicht hätte er was pflanzenmäßig gehabt. Naja. Anscheinend nicht. Schon Level 20er Pokémon haben wir jetzt. Irgendwann sollte sich auch Kleinstein dann mal entwickeln. Vielleicht heute noch. Ja, Panikon geht auch noch weg mit diesem Katapult. Come on. Der stirbt ja schon fast von Chanera. Wir haben sie besiegt. Easy going, ne? Also, wir sehen. Der Wald ist aber wirklich groß, ne? Ja, also wirklich. Es sieht so aus, als würde es noch gut weitergehen im Wald. Aber ich glaube, das können wir uns dann im nächsten Part auf jeden Fall miteinander angucken. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen und bye.